Hallo miteinander, Race Day Show aus RC2, präsentiert von KTM. Wow, es ist vorbei, die Rennen sind durch. Was für ein Jahr war mit dem Virus und alles. Aber an dieser Stelle mal danke an die FMS und alle, die es möglich gemacht haben, dass wir trotz allem dieses Jahr haben können Rennen fahren. Danke vielmals. Ja, zum Racing. Vorab mal, der Franco Betschart ist heute nicht am Start gestanden, nicht zum Zeittraining auftaucht. Ich habe gehört, er hat eine Verletzung am Knie. Wir werden es hören. Schade, dass er nicht dabei sein konnte am Finale hier noch, am letzten Tag. Den Titel hat er gestern verloren, aber er hätte trotzdem noch können, ums Podium oder Minimum einen dritten Heine. Das Zeittraining ist auch heute wieder dominiert worden von Xylian Ramella. Top mit dabei war auch der Scheiben, dieser und die üblichen Verdächtigen. Im ersten Lauf war es dann auch der Ramella, der sofort die Spitze übernehmen und sich einen komfortablen Vorsprung rausfahren. Ja, hat den Lauf super gewonnen. Vor dem Bullard und am Marquez, der einen Top-Lauf unter die ersten drei fahren konnte. Der zweite Lauf war sehr geil zum Schauen. Es war ein Kampf zwischen Bullard, Freidig, Ramella, Diseron und Scheiben, alle miteinander. Über fast den gesamten Lauf haben sie gefightet. Am Schluss war es dann der Ramella, der ja, einfach ein bisschen mehr Speed hatte, heute und auch gestern. Und er kann ein 1-1 heimfahren. Top. Und ja, der Loris Freidig kann schon nach dem ersten Lauf den Titel einfahren. Gratuliere Loris. Top Job. Und im zweiten Lauf hat er dann ein bisschen befreiter auffahren und einen dritten heimnehmen. Also das Gesamte. Das Tagesklassement von heute ist Ramella, Bullard, Freidig, Scheiben, Marquez. Und die Meisterschaft gewinnt, wie gesagt, Loris Freidig vor dem Robin Scheiben und dem Brian Bullard auf Platz 3. Der Alexander Marquez wird stark vierter gesamt und der Timon Dijon fünfter. Gratuliere euch allen. Ja, kommen wir zu dem MX1. Da hat es leider sehr schlecht angefangen im Zeittraining für den Cyril Scheiwiller. Er war ja noch gestern noch meisterschaftsführend zusammen mit dem Nick Trist. Hat einen Sturz im Zeittraining und hat sich übel das Knie verdreht und hat dann leider nicht können starten zu den Läufen. Und somit auch seine Chance auf den Titel verloren. Im Zeittraining war es der Clermont, der die schnellste Zeit konnte fahren. Im ersten Lauf MX1 hat dann der Nick Trist eigentlich alles klar gemacht, hat den Lauf souverän gewonnen und somit sich ein Polster verschafft für den zweiten Lauf. Im Grunde genommen war alles noch möglich gewesen, aber durch das, mit dem guten ersten Lauf, hat er sich eigentlich alle Vorteile auf seine Seite geschafft und er konnte im zweiten Lauf auch probieren, einfach ohne Fehler durchzufahren und dann war der Titel sein. Was er dann auch gemacht hat, er hat wirklich super den Lauf heimgefahren. Der zweite Lauf hat dann der Kim Schafter gewonnen. Souverän, mit einem guten Start, gute Linie gehabt und das super durchgezogen. Zweiter der Clermont im zweiten und dritter der Mackler. Nein. Ja, Tagesklassement bei der MX1 sieht folgendermaßen aus: Schafter, Clermont, Trist,
Bänder von Mäckler. Und wie gesagt, der Nick Trist konnte seinen ersten Schweizermeister Open-Titel einfahren. Vor dem Kim Schafter. Kim Schafter wird Gesamtzweiter. Und der Nicolas Bender Dritte. Gratuliere, Jungs. Top Job. Kim. Ich hoffe, man hat es gut verstanden. Ich habe gestern mein Mikrofon verloren. Also, falls irgendjemand das Mikrofon findet, wo man das Handy anschliessen kann, ja, an dieser Stelle nochmal danke an alle, die es möglich gemacht haben, die Rennen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr mit mehr Rennen und mehr Zuschauern und ein bisschen mehr Action. Bis dann, danke vielmals.